bin tot. Hu. Das war gefährlich. Geil, so eine Waffe, so einen Kampf hatte ich auch nicht. Der kommt hier nicht rein, ne? So ein Kack, ey. Das ist richtig beschissen, weil ich hier echt nicht durchkomme. Das will ich auf jeden Fall nicht speichern. Ich habe einen Licker getötet, wie es aussieht. Nein, habe ich nicht. Erledigt. Ich traue dem Frieden gerade nicht. Die sind doch nicht tot, oder? Beide tot? Okay. Ich meine, es wäre nicht schlecht. Habe ich noch ein Messer? Ist sogar ausgerüstet. Moment. Weil das wäre jetzt durch der Hammer. Aber dann habe ich die ja relativ gut gekriegt. Du Arschloch. So, jetzt ist das Arschloch tot. Ja, da ist noch wieder einer aufgestanden. Und ich glaube, ich brauche gleich wieder das hier, weil da kommen ja gleich wieder die komischen Viecher. Ist in diesem Raum noch was drin? Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist ein normaler Zombie, okay. Hi. Es ist so geil, wie denn die Tür einfach zugeht. Mensch, schläfst du immer noch. So, Ruhe jetzt. So, ich weiß, dass da oben jetzt die Scheißviecher kommen. Also muss ich nochmal eine Elektroladung bereitstellen. Der fällt gleich irgendwo hier runter. Also es kann auch sein, dass er schon auf der Treppe steht. Aber irgendwie kommt hier auf jeden Fall einer, das weiß ich. Und den müssen wir mal eben kalt machen. Da ist schon so ein Glaube. Das ist ein normaler noch. Der fällt gleich runter. Aber das da ist. Das ist kein normaler. What the hell? Das Gute ist, ich habe reichlich Muni. Echt jetzt? Echt jetzt, ja. Der hat seinen Arm im Gesicht. Geil. Ich hab dich doch gerade eben erledigt. So, komm her, wo bist du? Wann kommt der? Wann kommt der?
Oder hätte der sich erst verwandelt später? Das kann auch sein. Schrei doch nicht so. Gut. Perfekt. Oh, das ist ja gut. Da kriege ich Säuregranaten. Moment. Perfekt. Sind nie verkehrt, ne? Das sieht fast nach Pulver aus, aber war es nicht. Na endlich, jetzt, nee. Ich dachte, ich kriege jetzt endlich mal dieses komische Gerät. Da ist es? Da ist es drin. Okay. Endlich. So. Aber hier brauche ich den gar nicht. Ich brauche den nur unten anscheinend. Und da ist eine Notiz. Die kennen wir aber auch schon. Ja. Ah, da, wo kommst du denn her? Sag mal, ihr wollt mich doch alle verkackeiern, oder? Der hat mich jetzt gerade schon wieder total erwischt. Oh. Also nicht im Sinne von körperlich erwischt, sondern erschreckt hat er mich, so. So, okay, wir speichern mal eine Runde ab und dann gehen wir nochmal einen Rundgang. So, weil ich will jetzt ja auch diese Teile ausprobieren. Oder versuchen wir es erstmal mit dem letzten. Dann brauche ich aber noch nicht speichern, würde ich sagen. Habe ich noch ein normales Kraut im Inventar? Weil ich möchte eigentlich gerade keine Mischung verschwenden. Moment mal, einen kleinen Moment. Was ich mal eben mache, ist was Folgendes. Die Munition wechseln. Genau. Weil die sind ja gegen die Viecher besser. Und das schone ich mir für den Endboss auf. So. Dann Granate wieder weg damit. Die Infusion brauche ich natürlich. Ich will mal eben was gucken. Holzbretter wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt mitnehmen. Habe ich ein einzelnes grünes Kraut? Nee. Ich habe nur noch die guten... Ja, da ist noch eine kleine Mischung. Ja komm, die essen wir mal eben. Ist ja auch grün bei. Ja, okay. Dann bin ich wenigstens wieder auf gesund. Das ist mir lieber. Okay, und dann abspeichern. Und dann... Achso, das wollte ich ja noch gar nicht. Scheiße. Ja, dann gut. Speichern wir gleich halt nochmal. Dann sind wir genau bei 30. Also ich möchte jetzt noch eben die paar Teile noch eben erledigen. Das heißt, ich muss zum einen... ja, ganz am Anfang wisst ihr ja da, dieser eine... Wie nenne ich das denn mal? Diese Transmitter? Ihr wisst schon, wo ich dieses Teil einstellen muss. Da gehe ich eben hin. Dann haben wir den Bereich halt nämlich auch geschafft. Und dann kommt beim nächsten Mal echt nicht mehr viel, ne? Das heißt, ja, heute schaffe ich es leider tatsächlich zeitlich nicht mehr. Aber nächstes Wochenende kriegen wir es dann hin. Und dann können wir auch direkt damit Leon weitermachen. Übrigens, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich auch die Playlists bereit geändert. Bereits. Das hatte ich ja im allerersten Part erwähnt. Also im ersten Part von diesem Szenario jetzt hier, dass ich praktisch die Playlists umändere. Und dass wir jetzt zwei verschiedene Playlists haben und wie gesagt, das hier wird die dritte und die Leon B-Runde wird dann die vierte Playlist. So. Da steht Muff. Also muss ich das auf Muff ändern. Kann ich da was einstellen? Ja, wo, da ist Muff. Erstmal gucken. Ah, da war's doch was. So. So nehmen wir das. Und einsetzen. Ist richtig. Und jetzt setzen wir das da ein. Der Move. Hat geklappt. Ja, ich weiß, du lebst jetzt. Oh, die letzte Tasche. Ja, komm her. Falsche Knarre. Ist doch nervig, du. Du Pimmel. Ich hab kein... Ah! Oh nein! Dach. Ja, oh nein. Ich hab... Das ist ja... Ja, ist also einen blöden, einfachen Zombie verballer ich jetzt alles. So, nimm das Messer wieder an dich. Das Dokument wollte ich gerade gar nicht lesen, danke. So. Bitte ausrüsten. Da gibt's immer noch, ne?
Fuck, jetzt ist das Messer kaputt gegangen. Ich krieg die Krise. Meine Fresse. Also, ich habe noch nie so viel Munition, glaube ich, in einen einzigen Zombie reingeballert, wie in den gerade. Das war ja unglaublich. Okay, das war jetzt richtig, richtig dämlich, aber egal, wir lassen das jetzt so. Und dann werde ich jetzt noch das andere Gerät da aktivieren. Und dann gehen wir vielleicht nochmal, gehen wir nochmal eben kurz runter in den Raum. Ich weiß es nicht, ob wir das alles noch schaffen. Dann haben wir beim nächsten Mal vielleicht nur noch ein, zwei Parts. Aber gut. Es ist ja noch Zeit. Ich werde das jetzt natürlich nicht nochmal abspeichern, das war jetzt ja echt ein bisschen dämlich. Also wenn ich jetzt drauf gehen würde, dann ist es so. Dann würde ich auch nicht sagen, wir machen das nochmal. Ich meine, dann würde ich mit Freuden sagen, wir machen das nochmal, weil das war jetzt ja richtig dämlich. Ich habe zwei Blendgranaten in den reingesteckt, wobei ich die sowieso nie benutze, das ist schon so. Mein Messer habe ich verschwendet und ja, natürlich einige Kugeln reingeballert. Für einen so einen normalen Zombie. Unglaublich, echt. So. Also, ich gehe jetzt aber trotzdem diesen Weg. Den sowieso, den meinte ich. So, bin ich da nicht hergekommen? Nee, das ist nur ein Schrank. Ich bin da hinten hergekommen. Okay. So. Das heißt hier wieder runter. Guck mal, ob der jetzt aufgetaucht ist, hier der andere. Nö. Nee. Also ich dachte, dass hier noch so ein... Ja, da war auch so ein Pflanzenzombie, aber der will nicht. Gut, dann will der halt nicht. So, jetzt leise. Falls die Licker nämlich wieder leben, habe ich echt ein Problem. Ich glaube, genau, und damit, so schalte ich ja den Strom da hinten an der Wand wieder an. Ich habe kein Messer, ne? Die Licker liegen noch beide am Boden. Das ist eigentlich ganz gut. Murph. Auf Murph einstellen. Okay. Oh, das ist ja... Moment. Ist ja fast fertig. Das war mal recht simpel. Vielleicht ist Muff und Murph fast das gleiche. So, jetzt habe ich Strom eingeschaltet. Ehrlich gesagt will ich nicht an den vorbeilaufen, aber... Der zuckt auch noch. Genau, an diesen Raum hatte ich nämlich die Erinnerung. Weil hier muss ich doch... Neues Messer ist immer gut. Ist schon ausgerüstet. Hier muss ich doch die Dings kühlen. Die Probe kühlen, ne? Hier? Nee. Ja, das wäre hier gewesen. Oh. Doch, nehme ich mit. Klar. Oh, noch besser. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ist hier jetzt noch mehr in dem Raum? Nö, das war einfach nur ein Speicherraum, okay. Den ich jetzt gar nicht unbedingt brauche. Okay. Ich will das andere noch eben machen und dann können wir gerne speichern. Komm her. Na? Läuft noch einer rum, ich hör's. Ne, der liegt tatsächlich noch. Bin überrascht. Okay, hier kommt gleich der Raum, wo man die Probe etwas ja, mit Insektenschutzmittel genau, mit Pflanzenvernichtungsmittel präparieren kann. Ja, ich weiß, du lebst. Das war Willkommen geil. Zurück, Dr. Lee. Sie ja. haben fünf neue Nachrichten. Das war geil. Vor allem,
Letztes Mal, weiß ich noch, da habe ich so viel Munition in die reingeballert und jetzt einen Schuss, platt. Was liegt da denn? Nichts. Ich dachte, das könnte ich einsammeln. Sah aus wie so eine, ja, so eine Schutzbrille oder sowas. Kann ich da einfach so rein? Ist kalt, ne? Ja. Verdammt, hätte meinen Parker einpacken sollen. Ja, wenn du deine Jacke einfach verschenkst, ne, an irgendwelche Mädchen. So. Hinein damit. Okay. Oh, Entschuldigung. Wieso entschuldige ich mich bei meinem Headset? Nee, bei euch, weil es wahrscheinlich Krach gemacht hat. Mhm. Das ist gut, das nehmen wir. Ich hoffe, das bleibt noch lang genug kühl in meiner Hand. Oder beim Rucksack. Wie das wohl aussehen muss, wenn man so 6 Gürteltaschen an seinem Gürtel angeschnallt hat. Man sieht es ja optisch bei ihr nicht. Aber interessant wäre das schon. Das ist normales Schießpulver, ne? Also kurz vorm Endbosskampf werde ich natürlich nochmal alles zusammen mixen, was wir so haben. Hier ist noch nichts mehr drin. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt speichern. Vielleicht können wir auf dem Rückweg das Mittel schon mal ausprobieren. Könnten wir eigentlich, ne? Ich brauche ja eigentlich nur die Leiter wieder hochgehen. Ja, machen wir auch. Dann haben wir es ja eigentlich passt. Steht ihr jetzt wieder auf? Wenn ja, laufe ich jetzt an den vorbei, ist mir egal. Ich habe den Raum ja so gut wie leer. Alles gut. Na, schnappst du? Er schnappt nicht. Sehr gut. Also ich muss sagen, das haben wir ja richtig schnell hinbekommen alles hier. Jetzt haben wir echt nicht mehr viel beim nächsten Mal, aber wie gesagt, das ist halt eine kleine neue Aufnahmesession. Ah. Du Scheißer! Du Scheißer? Wie süß. Okay, ich muss zu härteren Mitteln greifen. Das ist langsam mal gut hier. Die haben mich ganz schön belagert da, ne? Na gut. Also das Elektro-Ding hält auch nur begrenzt so ein bisschen auf. Ne? Also so richtig gut ist es nicht. Muss man leider so sagen. So. Dann kann ich mir die Karte nämlich holen. Die nehmen wir noch eben mit und dann gehen wir speichern. Ja, sieht eigentlich jetzt nur nass aus. Hi. Okay. So viel zum Thema Unfall. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ist so, ne? Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwa in Disziplin. Das können wir direkt kopieren. Kopieren, kombinieren. Maßnahmen unterziehen. Okay. Na ihr. Ich würde ja schon ganz gern durchlaufen. Ich habe Angst, dass ich verbrenne. Ja, so wie jetzt. Okay. Zurück in den Hauptraum, speichern und beim nächsten Mal. Oh, wo kommst du denn her? Seit wann ist denn hier einer drin? Ich weiß nicht, ob dahinter wieder durch die Tür kommt. Alter, hier geht's aber ab jetzt. Geil. Ich find's cool. Ich mag's. Da. So. Ach, hier kann ich da auch schon? Ach, das war nur zum Lösen. Okay. Gut. Ja. Dann raus. Und beim nächsten Mal haben wir dann noch ein bisschen was vor uns, aber ich denke, das kriegen wir hin. Vielleicht mixe ich noch mal eben ein paar Sachen zusammen oder warte ich damit zum nächsten Mal. Mal gucken, was habe ich denn noch so da? Habe ich noch was Schönes in der Truhe? Ich habe jetzt ein hochwertiges Pulver. Habe ich noch irgendein Pulver überhaupt in der Truhe? Das Große.
Ja, das ist doch gut. Dann kann ich doch damit nochmal Säurepatronen machen, ne? Perfekt. Sehr schön. Dann können die... Ja, behalte ich die? Ich glaube, ich behalte die direkt. Nimm die anderen noch mit dazu. Sehr gut. Und die auch noch. Perfekt. Ja, Granaten könnte ich mitnehmen. Das Pulver lasse ich mal eben draußen. Das Gerät brauchen wir noch einmal tatsächlich. Das weiß ich noch. Ja, wir könnten die Granaten schon mal mitnehmen. Weil allzu viel brauchen wir nicht mehr, Leute. Allzu viel kommt nicht mehr. Ich kann noch mal ein bisschen mein Inventar sortieren. Das mache ich auch mal ganz gerne. Das heißt, da oben ist ja alles schon munitionstechnisch gut beieinander. So, dann machen wir die Granaten mal dahin. Und die ganzen Säure, den kann ich die zusammenpacken noch? Nee, passt nicht mehr. Die könnten noch einen höher. Nee, das wollte ich gar nicht so. Was mache ich da? So, so wollte ich's. Ja, so sieht's doch ganz gut aus. Ich denke, das ist eine gute Ausgangsposition, um den nächsten Part, die letzte Aufnahmesession einzuläuten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid beim großen Finale dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.